glaube, dass das man sagen kann, jetzt auf der Corporate-Seite kommt das halt. Die Banken sind jetzt schon in Business Trouble. Also die, ich kenne eigentlich keine Bank, die so weitermacht wie vorher, auch im mittleren Osten ist es so. Also die müssen sich alle neu positionieren, entlassen teilweise ganze Investment-Banking-Teams, restrukturieren alle, nehmen staatliche Hilfe oder nicht. Und es müssen sich alle neu ausrichten, die Finanzmärkte, so wie wir sie gekannt haben, die wird es nicht mehr geben. Österreich wird sicher sehen werden, und darauf ist ja die Regierung so bedacht. Die sagen, wenn wir euch schon unterstützen, dann schaut auch, dass ihr dementsprechend viel wieder an die Wirtschaft weitergeben könnt in Form von Leistbankkrediten, so wie es Frankreich zum Beispiel gemacht hat. Sie haben gesagt, wir geben euch so unsere Milliarden, und auch von diesen Milliarden müsst ihr gerne mal sicherstellen, dass ihr bestimmte SMEs, also Small und Medium Enterprises, dementsprechend unterstützt mit Leistbankkrediten. Aber ganz allgemein, es ist jetzt viel schwieriger, einen Kredit zu bekommen, sei das jetzt für ein Individuum oder für Unternehmen, und das wird in der Wirtschaft sehr viel diskutiert, und das wird auch die echte Rezession dann im negativen Sinne noch anheizen. Das heißt, meiner Meinung nach, 2009 wird sehr schlecht, von einer Investmentbankersicht aus und auch von der gesamten Wirtschaft aus, weil die Unternehmen jetzt erst einmal wirklich anfangen zu leiden, was die Wirtschaft kontrolliert.